Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei meiner Rezepte. Heute habe ich ein außergewöhnliches Marmeladenrezept und zwar mit Cherrytomaten und komme auch gleich zu den Zutaten dazu. Wir brauchen erstmal 500 Gramm Cherrytomaten, 500 Gramm Zucker, 3-4 ganze Nelken, Saft einer halben Zitrone und wer hat, kann natürlich auch eine Stange Zimt noch hineingeben. Ich werde die Tomaten erstmal in kochendes Wasser so ungefähr 2-3 Minuten kochen. Dann kommen die Tomaten sofort in kaltes Wasser rein. So könnt ihr die Tomaten nämlich super einfach schälen. Jetzt gebe ich die sofort in kaltes Wasser hinein. Und ihr seht jetzt auch, dass man die Haut einfach abziehen kann. Ich habe meinen Zucker in einen Topf hineingegeben, gebe 200 ml Wasser und die Nelken hinein und lasse das Ganze so lange kochen, bis das ein dickflüssiger Sirup wird, so ungefähr eine halbe Stunde. Jetzt kommen die Nelken noch mit rein. Erst wenn das richtig gekocht ist, kommen die Tomaten dann hinein. Die Tomaten habe ich schon geschält. Ich habe ganz kleine Cherrytomaten gekauft. Die sind am Geschmack ein bisschen intensiver und schmecken besser. In der Zwischenzeit ist mein Sirup ein bisschen dickflüssiger geworden. Gebe jetzt Zitronensaft hinein und die Tomaten und lasse das Ganze so ungefähr eine halbe Stunde auf schwache Hitze köcheln. Anschließend habe ich dann so ungefähr 2 Kilo Tomaten herausgenommen. Die werde ich in kleine Stücke schneiden und den Rest habe ich dann mit einem Stabmixer püriert und lasse es weitere 10 Minuten kochen. Dann gebe ich die Tomaten hinein, die ich herausgenommen habe. Die habe ich in kleine Stücke geschnitten. Das Ganze lasse ich jetzt nochmal weitere 30 Minuten kochen. Ich habe insgesamt 1,5 Stunden gekocht. Sobald ihr diese Bläschen seht, könnt ihr den Herd ausmachen und eure Marmelade in Gläser füllen. Das ist sowas von lecker. Ich kann euch den Geschmack gar nicht erzählen. Ihr glaubt gar nicht, dass das aus Cherrytomaten gemacht wurde. Man schmeckt ein bisschen Tomatengeschmack heraus und dann das Süße. Das ist so eine super Kombination. Das glaubt ihr gar nicht. Müsst ihr unbedingt ausprobieren. So, das wär's dann eigentlich auch heute von mir. Ich hoffe, dass euch dieses Rezept auch gefallen wird. Ich kann nur sagen, probiert das unbedingt aus. Ich kann es euch mit ruhigem Gewissen empfehlen. Euch wünsche ich viel Spaß dabei und sage Tschüss bis zum nächsten Video.